Verschwende deine Zeit nicht mit den falschen Frauen. Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach, und bei mir lernst du, wie du fernab vom sozialen Kreis oder vom Online-Dating einfach selbstbewusst und sicher auf Frauen im Alltag zugehen kannst und diese datest und verführst. Wenn du mich noch nicht kennst, dann kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren und die Glocke unten rechts aktivieren, damit du auch kein neues Video von mir verpasst. Sprechen wir heute über das Thema Frauen, die es nicht wert sind, gedatet zu werden. Du als Mann musst verstehen, wenn du die falschen Frauen datest, dann wird infolgedessen immer dein Selbstwert sinken und du wirst frustrierter und eine unausgeglichene Ausstrahlung entwickeln. Also die Leute um dich herum, Frauen wie Männer, werden merken, hey, mit dem stimmt irgendwas nicht, der ist angespannt, der ist irgendwie nicht so, da strahlt es nicht diese Positivität aus, und es kommt vor allem auch daher, wenn du die falschen Frauen datest und vor allem, wenn du längere Zeit mit den gleichen Frauen zu tun hast, die dir nicht gut tun, dann ist es wie so eine Abwärtsspirale. Du als Mann brauchst gewisse Standards. Du musst wissen, okay, zu dem und den Konditionen treffe ich die Frauen und date ich die, und wenn die sich aber blöd verhalten oder so und so sind, mache ich das nicht. Beispiele hierfür wären, und so bin ich auch auf das Videothema gekommen, eine Frau, die ich vor kurzem angesprochen habe, wir haben uns noch nicht getroffen, ich habe sie angesprochen, wir haben Nummern ausgetauscht und dann schreiben wir so ein bisschen hin und her, nichts Großes, und auf einmal schreibt sie, hey, kannst du eigentlich gut malern? Bist du gut im Malern? Ich sage, hey, wie kommst du jetzt darauf? Und sie meinte, ja, ich bin gerade im Umzug und ich brauche noch jemanden, der mir hilft, meine Wohnung zu tapezieren. Und ich denke mir so, what the fuck, also ich habe dich doch nicht angesprochen, weil ich weil ich ein netter Typ bin, der deine Wohnung noch renoviert und dir am besten noch beim Umzug hilft und deine neuen Möbel in der neuen Wohnung aufbaut, sondern ich habe dich angesprochen. Ich bin ein fremder Mann, der dich anspricht, ich habe gar keinen Bezug zu dir, warum sollte ich dir helfen, was habe ich davon? Ich habe es dann allerdings so gedreht, dass ich gesagt habe, naja, wenn das Malern als Teil des Vorspiels gilt, dann könnte man darüber reden. Und sie ist darauf eingestiegen und hat gesagt, ja klar, wir würden sogar nackt malern, dann könnten wir machen. Letzten Endes ist es dazu gar nicht gekommen. Also ich musste gar nicht mal mit ihr malern, alles cool. Aber was ich dir damit mitgeben möchte, ist, dass du, wenn du, du musst immer ich-bezogen sein. Ne? Du darfst nicht jetzt dich verstellen für Frauen. Frag dich immer, hast du wirklich Bock, das zu tun? Und du darfst dich ja selber nicht prostituieren, beziehungsweise die Frauen prostituieren sich, in dem Fall nicht du, falsch gedacht. Und zwar, weil du quasi etwas leisten musst, um Sex zu haben. Aber dadurch, das ist ja nicht der Deal, weil du bist ja, bist ja jetzt nicht im Puff oder im Bordell, um dort Sex zu haben, sondern du lernst eine Frau kennen, sprichst eine Frau an, und deswegen ist es jetzt nicht dein Job, etwas großartig zu tun, um mit der Frau Sex zu haben, denn ihr befindet euch auf Augenhöhe. Und daher musst du auf solche Frauen einfach verzichten, die etwas von dir wollen, die immer kleine Gefälligkeiten von dir wollen, vor allem, wenn sie dich nicht kennen. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn es jetzt meine Schwester wäre und sie sagt, hey, ich habe jetzt einen Umzug und ich werde hier nicht fertig und ich muss noch ein bisschen was erledigen, kannst du mir nicht helfen? Klar, gar kein Problem, aber das ist einfach eine wildfremde Frau, die mich fragt, ob ich ihr beim Malern helfen kann, obwohl ich sie angesprochen habe und ihr klar gemacht habe, dass sie daten will, und die kommt mir so. Und das kann man aber auch drehen, wenn man weiß wie, aber ich weiß, dass viele von euch sicherlich sich darauf eingelassen hätten. Und das ist ja auch das Nächste, dann lässt du dich auf solche Sachen ein oder gibst ihr mehr als du eigentlich willst, machst die Möbel oder lackierst ihr Auto oder was auch immer, und dann triffst du sie noch 2-3 Mal und dann sagst, willst du endlich mal zum Zug kommen, und sobald du dann anfängst, was zu machen, auf den Kurs zu gehen, sagst du, hey, warte, ich glaube, ich spüre das nicht richtig zwischen uns. Also du bist echt ein wundervoller Typ und wir können uns auch gerne immer wieder treffen, aber irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Sorry. Und das kommt halt daher, weil du einfach zu nett bist, zu freundlich, zu wenig. Also ein Nice Guy ist ja immer sehr vernunftgetrieben und ein Bad Boy ist sehr impulsiv. Und du bist einfach, hast einfach deine Impulse unterdrückt. Zum Beispiel, dass du denkst, Moment mal, die will, dass ich ihre Wohnung renoviere oder sonst was. Darauf habe ich keinen Bock, also sage ich das einfach. Oder drehe es vielleicht, bring es in einen sexuellen Kontext und fertig. Aber das, wenn du es halt immer wieder erfährst von solchen Frauen, dann solltest du die am besten skippen und dir einfach neue Frauen suchen.
Ein weiteres Beispiel wäre eine Frau mittleren Alters, lass uns zwischen 28 und 40 sein, die schon Kinder hat und aber unbedingt eine Beziehung sucht. Und diese Frauen leben auch, haben kompletten Realitätsverlust, denn sie sind vom Marktwert eh nicht mehr die Besten, ja, weil die einfach der Körper verändert sich. Es gibt einfach heißere Frauen, jüngere Frauen, knackigere Frauen. Und die haben auch noch Kinder von einem anderen Typen. Also welcher Typ sollte mit so einer Frau eine Beziehung eingehen? Wenn du jetzt selbst Kinder hast von einer anderen Frau, kann man es noch verstehen. Aber selbst dann könntest du dir eine Frau suchen, die keine Kinder hat. Also warum so ein Deal überhaupt eingehen? Das heißt jetzt nicht, dass Frauen, die Kinder haben, nicht auch vögeln wollen oder auch schnell verführbar sind, auch wenn sie sagen, oh, ich will eigentlich eine Beziehung. Denn genau diese Frauen sind meist chronisch untervögelt, weil die einfach ihren Alleinerziehend sind, die haben ihren Job, die haben ihre Kinder. Und es gibt auch Männer, die clever genug sind, solche Frauen gar nicht erst zu daten. Also die haben gar nicht so viele Optionen. Und wenn du das schlau drehst und nicht so viel auf das hörst, was sie sagt, sondern auf das, was sie macht, kannst du besser einschätzen, ob du auch mit solchen Frauen schnell Sex haben kannst. Und das sind jetzt nicht alle Frauen. Ja? Wenn du jetzt merkst, dass du Moves machst und die dich dann tatsächlich immer wieder zappen lässt, aufs zweite oder dritte oder vierte Date verschiebt, brech die Zelte vorzeitig ab. Ne? Also schau aber halt darauf, wenn du solche Frauen datest, wenn du auf MILFs stehst, dass du sie nicht anhand der Worte beurteilt, sondern anhand der Taten. Wenn die dann tatsächlich sich so verhält, als würde sie eine Beziehung suchen und dich nicht so schnell ranlassen wollen, ja, dann scheiß drauf. Und unabhängig davon sind diese Frauen eh ein bisschen seltsam, weil das heißt ja nicht nur, weil du schnell mit einer Frau Sex haben kannst, dass du nicht trotzdem eine Beziehung eingehen könntest. Also dieses Hinhalten macht überhaupt keinen Sinn. Mich turnt sowas eher ab und macht die Frau für mich uninteressant, weil mir das eher zeigt, dass die Frau noch im komplett, also nicht selbstreflektiert ist, in so einem Gedanken, Mindset gefangen ist, dass sie leicht, wenn sie sich schnell hingibt, leicht zu haben ist. Und das wiederum heißt, dass die Frau nicht die intelligenteste ist und in der Regel einfach mit so Scheuklappen durchs Leben läuft und so, habe ich sowieso keinen Bock für eine Beziehung, erst recht nicht. Und was du auch vermeiden solltest, sind Frauen, denen du hinterherrennen musst. Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Date lieber, spreche lieber ein paar mehr Frauen an und freue dich darüber, wenn die Frau auch das gleiche Interesse hat wie du oder sie sich bei dir meldet. Und Frauen, denen du immer hinterher schreiben musst und mit denen du Dates ausmachen musst und die sich dann irgendwie überreden lassen, dich zu treffen, aber die, wo du das nicht das Gefühl hast, dass du die Kontrolle hast oder dass die Frau das mindestens genauso sehr will wie du, macht in der Regel nicht so viel Sinn. Denn dann fühlst du dich auch schlechter, du denkst, was stimmt mit dir nicht. Und das kann aber bei der nächsten Frau schon wieder ganz anders sein. Die nächste Frau wird dich in den Himmel loben oder die wird dir vielleicht sogar hinterherrennen. Und das heißt nicht, dass sie deswegen schlechter aussehen muss gleichzeitig, sondern die andere Frau ist einfach in einem anderen Vibe, andere Stimmung, andere Persönlichkeit. Und du solltest dir lieber Frauen suchen, die dich selbst mindestens genauso wollen. Natürlich musst du sie ansprechen, ein bisschen reden, ein bisschen von dir überzeugen. Aber wenn sie dann mitzieht, cool. Und wenn die nicht mitzieht, oder nur so widerwillig und halbherzig. Und selbst wenn du sie schon gevögelt hast, dann musst du immer wieder hinterherrennen fürs Date. Das führt nur dazu, dass du ein verzerrtes Bild der Realität hast, dass du denkst, mit dir stimmt etwas nicht. Und also das wirkt sich einfach negativ auf deinem Selbstwert aus. Stattdessen, wie gesagt, spreche ein paar mehr Frauen an und finde die richtigen für dich. Denn keine Frau auf der Welt ist es wert, ihr hinterherzulaufen. Und es gibt aber gleichzeitig genügend Frauen, denen du gar nicht hinterherrennen musst, die sogar vielleicht noch besser im Bett sind, besser aussehen. Nur es ist dein Job als Mann, diese Frauen auch zu finden. Was kannst du jetzt machen, wenn du jetzt merkst, dass du eher in dieser Spirale drin bist, dass du öfters Frauen triffst, die jetzt nicht so gut für dich sind? Du kannst einen Frauenavatar erstellen. Ja? Es gibt so aus dem Marketing, aus dem Verkauf, sagt man, es gibt so diesen Kundenavatar und diesen Kundenavatar bzw. Frauenavatar, den kannst du auch für dich erstellen. Du kannst dir jetzt ein Blatt Papier nehmen, eine Frau aufmalen, natürlich mit großen Titten gehe ich von aus, aber du solltest ihr bestimmte Merkmale aufschreiben. Die Frau soll natürlich von der Skala von 1 bis 10 7 aufwärts sein, ja, das wäre vielleicht das, was du dir als Ziel setzen könntest. Dann sollte sie feminin sein, sie sollte zuverlässig sein, sie sollte vielleicht ein Ticken devot sein, kreativ, humorvoll. Sie sollte das gleiche Interesse haben wie du an dir, also wie du an ihr, solltest auch sie
das gleiche Interesse an dir haben, schreib dir einfach mehrere Punkte auf. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele gewesen. Was soll die perfekte Frau für dich, wie soll die perfekte Frau für dich sein? Vielleicht ist es so ein klassisches, traditionelles Bild, dass sie gut kochen kann, dass sie für dich kocht, dass sie dich umgarnt, wie auch immer, für dich da ist. Vielleicht ist es aber auch eher eine selbstständigere Frau, eine Karrierefrau. Also ich glaube es eher nicht, denn ganz ehrlich, eine Frau kann noch so intelligent sein, noch so viel Karriere machen. Letzten Endes interessiert uns Männer doch, ob die Frau einfach geil aussieht, ob sie gut im Bett ist und dass sie halt feminin ist, das sind die wichtigsten Eigenschaften. Wenn sie noch Karriere macht und sehr intelligent ist, vielleicht ein kleiner Bonus, aber auch nicht unbedingt nötig. Und diesen Avatar folgendes. Zwei Drittel, jede Frau, die du jetzt ansprichst und datest, solltest du anhand dieser Charaktereigenschaften oder dieser Werte, die dir wichtig sind, an einer idealen Frau, das sollte zutreffen. Wenn es unter zwei Drittel zutrifft, also alles wird wahrscheinlich selten zutreffen, aber zwei Drittel ist schon recht wahrscheinlich, dass das zutrifft. Und wenn es unter zwei Drittel ist, dann musst du dich Folgendes fragen. Entweder du wirst mit den Frauen, die unter zwei Drittel deines Frauenavatars entsprechen, entweder wirst du mit diesen Frauen sehr schnell Sex haben oder und versuchst es und pushst es und schaust, ob es geht. Wenn es klappt, cool, dann im Geschenken-Gau schaut man nicht ins Maul. Ja, die sieht vielleicht sehr gut aus, aber hat andere destruktive Eigenschaften und insgesamt ist sie nicht unbedingt dein perfekter Frauenavatar. Aber wenn sie sich schnell vögeln lässt, warum nicht? Wenn sie aber weniger als zwei Drittel deines perfekten Frauenbilds entspricht und dich noch hinhält, dann zieh die Reißleine und konzentriere dich auf neue Frauen, die dann eher dem entsprechen können. Denn es macht einfach keinen Sinn, da noch großartig Zeit zu verschwenden, wenn es eh nicht die perfekte Frau ist oder eine perfektere Frau ist und dann dich noch warten lässt. Denn da verlierst du einfach nur Zeit, verlierst Energie, es reibt dich nervlich auf und du hast damit einfach nichts gewonnen. Wenn du sagst, okay, klingt cool, aber ich lerne einfach zu wenig Frauen kennen, ich komme vielleicht aus einer destruktiven Beziehung oder ich schiebe das Thema mit den Frauen schon ewig und drei Tage vor mich her, ich konsumiere zwar viele Videos, Podcasts, Bücher, aber es tut sich eigentlich relativ wenig, gemessen an dem, was ich da an Zeit investiere, dann kann ich dir dabei gerne helfen. Und zwar ist ein Link unter dem Video für das kostenlose Analysegespräch oder oben rechts bei dem i, da klickst du einfach drauf, schickst du Bewerbung ab und ich melde mich dann innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir und zeige dir Schritt für Schritt, wie wir das umsetzen können. Wir analysieren auch deine Flirtfähigkeiten, schauen, was kannst du denn schon gut, was bringst du an Fähigkeiten mit, was läuft noch nicht so gut und dann erstellen wir dir einen Plan, den du entweder alleine umsetzen kannst und wenn du Bock hast, können wir das auch gemeinsam machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.